Jo Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Mein Name ist Alex, Alex der Bob wieder am Start. Und heute will ich mit euch einen Chat durchgehen, was mich wirklich so aufgeregt hat und ein bisschen geärgert hat auch. Aber ja, ich werde auf keinen Fall Namen preisgeben, also ich werde nichts sagen. Wir werden nur gemeinsam den Chat durchgehen und darauf reagieren. Also ich bin persönlich dabei, ja, ich bin persönlich dabei, gut. Gut, das war in diesem Gruppe jetzt das Gespräch Diabetes und da ich auch Diabetiker bin, habe ich halt ein paar Sachen geschrieben und bla bla bla. Und dann war das so, dass ich mich anscheinend, also ich glaube auch, dass ich mich vertippt habe beim Diabetes schreiben und ich habe es falsch geschrieben. Und dann kam einer, der viel weiß und dann sagte er oder sie, ich habe keine Ahnung mehr, aber ich glaube er oder sie. Egal, dann sagte ich solle, wenn man sich nicht mit Diabetes auskennt und es nicht mal richtig schreiben kann, sage ich, also ich, dann einfach Fresse halten. Ich soll Fresse halten, wenn ich nicht Diabetes schreiben kann, ich denke, what the fuck, also Leute, ich schwöre, what the fuck, wovon laberst du? Also wenn man irgendwas falsch schreibt, ja Leute, dann vergisst es einfach. Ihr dürft nichts mehr von denen erzählen. Weil ich finde es so lustig, weil ich verstehe nicht mal, was der hier labert, ne? Und dann schreibt er noch weiter, mit dieser Krankheit ist nicht zu spaßen. Ich spaße, du spaßt? Okay, warte, das war jetzt ein bisschen komisch, aber ich soll mit einer Krankheit spaßen? Nein, nein, das nicht, Leute. Ich selber habe schon viel durchgemacht. Also weiß ich, was eine Krankheit ist und da braucht mir jetzt nicht zu erklären. Und dann macht er sich noch lustig. Da schreibt er jetzt, ja, mir wurden rechts und links ein neues Herz eingesetzt. Rechts und links neues Herz eingesetzt. Also da wird er schon mal frech, das sage ich. Und ging mir so auf den Sack. Ich habe noch nichts geschrieben. Und wollte einfach mal ruhig bleiben. Wenn ich schon anfange so zu schimpfen, dann wird es nicht gut enden. Und dann, es gibt ja im Diabetes verschiedene Typen. Also es gibt Typ 1, Typ 2, Typ 3. Vielleicht gibt es auch Typ 4, vielleicht auch Typ 5. Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß auch nicht alles über Diabetes. Aber gut, ich habe gesagt, dass ich Diabetes Typ 3 bin. Und dann kommt er und sagt mir, dass es kein Diabetes Typ 3 gibt. Und dann schreibt noch eine Person, also einer, der auf meiner Seite steht, dass solche Aussagen einfach komplett behindert sind. Da hat diese Person, die mich unterstützt, wirklich recht. Wie kann man behaupten, dass es kein Typ Diabetes 3 gibt, wenn der es nicht kennt, wenn der es nicht im Hirn checkt. Und jo, meint er noch, wenn man schon lügt, dann informiert euch doch vorher. Also, ich habe Diabetes, ich weiß es. Ich krieg manchmal hoch Zucker, ich bekomme manchmal niedrig, also mein Zucker fällt manchmal und mir wird schwindelig, ich muss auch Insulin spritzen, Zucker messen und was weiß ich noch, wie was. Und also Lügen, ja, ist doch nicht. Und dann war ich halt jetzt mal dabei, irgendwas zu schreiben. Da sagt er noch, ich habe niemanden beleidigt, ich studiere Soziale und Pflege. Es gibt zwei Typen. Okay, es gibt zwei Typen. Was Typen? Es gibt zwei Männertypen oder was? Zwei Männer oder was? Was hast du vor mit Typen? Es kann alles sein. Zwei Typen. Zwei, was weiß ich, Apfeltypen oder zwei Birnentypen oder Dummkopftypen oder was weiß ich. Du musst für... Dann kommt noch ein Freund. Du musst nur googeln und schon findest du... Ja, aber das Typ 3, da hat die wirklich recht. Google ist dein bester Freund. Dann habe ich gefragt, wieso diejenige mich beleidigen muss. Also halt die Fresse. Ist ja eine Beleidigung, oder? Ja, ist sicher eine Beleidigung. Und dann schrieb derjenige, ich beleidige niemanden. Ja klar, du beleidigst niemanden. Du beleidigst auch meine Gläser nicht. Du beleidigst meine PlayStation nicht. Du beleidigst meine, was weiß ich nicht. Ist das dann ernst? Und dann halt... zeige ich nochmal den Nachrichten, überhaupt nicht, ne? Da sieht man, nach einer Weile Diskussion, meinte diejenige, dass er jetzt die Gruppe verlassen müsste. Also meinte er nicht, aber diejenige ist einfach gegangen. Wieso? Man sieht,
dass diejenige verloren hat. Game over. Ja. Mehr Fotos habe ich auch nicht. Jo, das war wirklich jetzt ein bisschen komisch. Also nicht komisch, aber ja. Man kann doch nicht einfach behaupten, dass eine Krankheit so ist oder dass es nicht gibt. Erzähl das weiter. Ja, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält, ob richtig war, ob es richtig von denjenigen war oder ob es nicht und von mir, wie ich darauf reagiert habe. Schreibt mir in die Kommentare auf jeden Fall. Und was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen, wenn ihr in solchen Situationen steckt, wenn jemand behauptet, dass das irgendwas nicht gibt? Also ist schon komisch, ne? Und ja, schreibt mir einfach in die Kommentare. Das war's auch dann mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!